Im heutigen Markeflüster will ich zur Abwechslung mal den Blick vor allem nach Deutschland richten zum Ende dieser Woche, denn diese krisenhafte Lage, die spitzt sich weiter zu, nachdem heute bekannt wurde, dass wieder weniger Gas durch Nord Stream 1 fließt. Bedeutet das, dass Putin uns jetzt sukzessive den Gashahn abdreht? Fragezeichen wissen wir nicht, aber eines wissen wir, dass die Gewissheiten der letzten Jahrzehnte, in denen Deutschland ja sehr erfolgreich war, ein gut funktionierendes Geschäftsmodell hatte, das auch darauf basierte, dass man billige Energie importieren konnte, dass dieses Geschäftsmodell derzeit nicht mehr so richtig funktioniert, zumindest in Frage gestellt ist, und The Economist, dieses angesehene britische Blatt, das berichtet jetzt oder titelt jetzt The New Germany, das neue Deutschland, das da praktisch hier aus einem Ei schlüpft und sagt, Zitat, dank Putin ist Deutschland aufgewacht. Man hat jetzt die Chance, und die Deutschen erleben etwas, was in einer Demokratie selten ist, einen Konsens über die Notwendigkeit weitreichender, tiefgreifender Veränderungen in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Nun ist vielleicht der Konsens da, dass es da eine Notwendigkeit gibt, irgendwelche Dinge schnell zu ändern. Allerdings ist eben die Frage, in welche Richtung ändert man sie? Das geht vor allem bei der Frage Energiekrise so. Atomkraftwerke, ja, nein, das ist nur eines der großen Themen. Wie sind wir aufgestellt? Was müssen wir anders machen? Und wie können wir auf diese völlig veränderte Lage inzwischen reagieren? Und das ist das Problem, das wir jetzt haben. Wir haben wieder weniger Gas. Es fließt wieder weniger Gas durch Nord Stream 1. Bisher nicht bekannt, warum das so ist. Ob das vorübergehend ist, ob das dauerhaft ist, das ist, wie gesagt, nicht bekannt. Hier sehen wir mal diese Flows hier durch die zwei Pipelines, die hier das Gas Richtung Deutschland transportieren. Wie gesagt, das ist noch nicht klar, ob das jetzt dauerhaft ist, aber so oder so, die Deutschen denken bei sommerlichen Temperaturen vor allem schon an den Winter. Wir sehen, dass jetzt die Gaspreise sich verstetigen, was die massiven Anstiege betrifft. Wir hatten ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs mal einen heftigen Satz nach oben, dann ging es aber wieder nach unten bis etwa Ende Mai, Anfang Juni ging es dann wieder nach oben, und jetzt haben wir 4 Wochen in Folge deutlich steigende Gaspreise. Und eins ist klar, der Winter wird finanziell ziemlich hart. Da bekommen viele Poste von ihren Energieversorgern. Hier hat jetzt etwa Vattenfall die Preise um 15% erhöht, andere haben über 20% erhöht für Strom alleine. Für Gas soll ja ab Oktober dann die Möglichkeit für die Gaskonzerne gegeben sein, die Kosten weitgehend weiterzugeben an die Konsumenten, 90% ihrer Kosten. Am 15., am Montag, soll genaues darüber bekannt werden, wie diese ganze Geschichte aussehen soll. Aber all das ist natürlich jetzt kein so gutes Omen für die Wirtschaft, zumal auch die Elektrizitätspreise, die Strompreise nicht nur in Deutschland, sondern in Europa weiter nach oben schießen, auch ausgelöst durch eine massive Dürre, die möglicherweise der trockenste Sommer jetzt seit 500 Jahren ist. Das wird sich dann wahrscheinlich erst zeigen, wenn der Sommer dann auch wirklich komplett vorbei ist, aber die Trockenheit ist greifbar, die ist wirklich besonders schlimm, vor allem der Rhein ist betroffen, und der Rhein ist für Deutschland ja extrem wichtig. Etwa Kohle wird über den Rhein transportiert. Und wir haben uns ja glorreicherweise entschieden, jetzt Kohlekraftwerke als praktisch Komplementärsystem zu den erneuerbaren Energien bereitzuhalten. Also würde die ganze Geschichte jetzt weiter andauern, und laut Wetterbericht ist eigentlich in Deutschland nicht wirklich Regen angesagt, bis zumindest nächsten Donnerstag. Und die Folge sehen wir hier auch. Dieser Trockenheit, dieser Dürre, dieser Hitze, da sehen wir die deutschen Baseload Electricity One Year Forward Prices, die sind in Richtung 500 Euro unterwegs. Wie gesagt, wir waren so zwischen 40 und 60 Euro sehr lange Zeit in den letzten Jahren bis zum Jahr 2020, jetzt also mal locker verzehnfacht. In Frankreich ist die Lage noch schlimmer. Da sind wir fast bei 600 Euro, aber die Franzosen haben ihre Energiekonzerne inzwischen weitgehend komplett verstaatlicht wieder und haben also das alte Muster, wenn alles nichts hilft, dann verstaatlichen wir, das hilft bestimmt. Mal sehen, ob es wirklich so ist. Jedenfalls hat Habeck heute wohl, oder zumindest das Wirtschaftsministerium, die Habeck-Behörde, hat gesagt, dass man öffentliche Gebäude wohl auf maximal 19 Grad heizen dürfte.
So what, 19 Grad ist immer noch ziemlich okay, dann sollen die Leute halt mal einen Pullover anziehen. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass jetzt mal die Dinge so ein bisschen wirklich auf den Prüfstand gelegt werden. Putin hat schon ein bisschen den Finger in die deutsche Wunde gelegt. Wir haben uns ja so entspannt zurückgelehnt, haben uns auf unserem Erfolg ausgeruht der letzten Jahrzehnte. Man hat das Gefühl, vieles in diesem Land funktioniert nicht mehr so richtig. Das sehen wir bei der Deutschen Bahn, das sehen wir bei Bauprojekten, die nicht fertig werden, wo man sich maßgeblich blamiert. Also es ist irgendwie, hat man so das Gefühl, Deutschland hat sich verändert. Es hat nicht mehr diese Tugenden, die damals der Fall war, diese Akkuratesse, die Genauigkeit. Wenn man in Südeuropa unterwegs ist, dann kriegt man das immer wieder zu hören. Die Deutschen, die sind so exakt, so gründlich. Und im Vergleich vielleicht zu den Südländern stimmt das noch, aber es hat auf jeden Fall abgenommen. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass wir hier so die allerpräzisesten wären. Es funktioniert vieles, vor allem in den Behörden nicht. Da denkt man sich als Beamter, als Angestellter im öffentlichen Dienst, ja, ich habe meine Vorschriften, die übe ich aus und gucke nicht nach links und nicht nach rechts. Und es ist auch institutionell gar nicht gewünscht, ob jemand dann teilweise versucht, sich wirklich reinzuhängen oder gar nichts tut. Das fällt dann teilweise gar nicht mal auf und dementsprechend ist die Motivation dazu natürlich gering. Das gilt sicherlich nicht für alle, aber es ist schon ein gewisses Muster. Und vor allem jetzt in dieser sommerlichen Hitze, da schauen die Deutschen auf Brennholz, Pellets und Elektroheizungen. Hier sehen wir mal unten die Google-Anfragen, die das zeigen. Also das ist schon massiv. Ich selbst führe da auch Gespräche mit Freunden, Kollegen, anderen Leuten, die mir erzählen, für ihre Firma werden sie jetzt solche Aggregate praktisch sich anschaffen, dass also man irgendwie gewappnet ist, falls der Strom ausfällt. Dementsprechend sehen wir, dass natürlich hier auch die Preise ziemlich saftig hoch sind für diese Gegenstände. Jetzt alles verschärft noch durch die Situation am Rhein. Wie gesagt, da haben wir jetzt 40 cm in Kaub diese kritische Marke erreicht. Und nicht zuletzt deshalb, aber auch deshalb hat jetzt das deutsche Wirtschaftsministerium gesagt, also das zweite Halbjahr, das wird schwierig, eben wegen den reduzierten Gaslieferungen, wegen den Energiepreisen, wegen den nach wie vor bestehenden Supply Chain Issues, also den Lieferkettenproblemen und der generellen Unsicherheit. Und klar, die Leute sind verunsichert, die Wirtschaft ist verunsichert, die Politik versucht, da ein bisschen gegenzusteuern, unter anderem durch dieses Motto von Olaf Scholz, You'll never walk alone. Das ist so ein bisschen das, was das Merkel'sche Wir schaffen das. Oder auch könnte man vielleicht über den übertragenen Sinne Mario Draghi wieder ins Spiel führen. We do everything to preserve the Euro. Wir werden alles tun und Olaf Scholz will alles für uns tun. Mein Kollege Georg Habenicht hat hier dazu geschrieben, was hier harmlos, partnerschaftlich und sympathisch, solidarisch daherkommt, beinhaltet zu Ende gedacht eine Drohung. Eigentlich will man gar nicht, dass der Staat einem so nah auf die Pelle rückt. Richtig, das große Problem, das ich sehe derzeit, ist, dass eben durch diese krisenhafte Situation die Bedeutung des Staates immer mehr zunimmt, dadurch der Staat in immer mehr Bereiche reingeht, vielleicht reingehen muss, aber auf jeden Fall reingeht, dadurch die private Wirtschaft und die freien Märkte immer mehr unterdrückt werden, alles immer irgendwie regulierter wird und letztendlich wir eher etwa auf dem Weg in Richtung China sind, als die Chinesen in Richtung Deutschland unterwegs sind, um es mal jetzt ein bisschen blumig zu formulieren. Das heißt, diese Dominanz von Freiheitsrechten, von freien Märkten vor allem, die dürfte sich immer weiter eingrenzen und das ist sicherlich keine, aus meiner Sicht, gute Entwicklung. Wir sehen übrigens auch, dass internationale Investoren, wenn wir jetzt mal zu dem Marktgeschehen kommen, offenkundig sehr zögerlich sind, Geld nach Europa zu packen. Wir sehen etwa, europäische Aktienfonds haben jetzt 26 Wochen in Folge laut den Daten der Bank of America Abflüsse erlitten. In der letzten Woche weitere 4,8 Milliarden Dollar. Also man zieht Geld raus aus Europa. Merkt man den DAX heute nicht an, der durchaus ganz gut dasteht. In den USA ist die Lage anders. Da sind jetzt 7,1 Milliarden Dollar in der letzten Woche in US Equities geflossen. Das ist der größte Zufluss seit 8 Wochen. Und vor allem US Growth Stocks, also Tech-Werte vor allem, haben jetzt deutliche Zuflüsse gesehen. Also man spielt jetzt so ein bisschen
Das Thema Inflation ist vorbei. Jetzt werden die Notenbanken bald die Zinsen senken. Davon würden dann vor allem die Tech-Werte profitieren. Wir sind nach wie vor, sehen heute eine freundliche Wall Street mit Gewinnen. Nachdem es gestern ja nach anfänglichen Gewinnen nochmal weitgehend in den Verlust gegangen ist, sehen wir das NYSE most overbought. NYSE ist ja praktisch alles, was wirklich kreucht und fleucht an der New York Stock Exchange. Wir sind also so überkauft wie im ganzen Jahr 2022 nicht mehr. Das ist also schon ein bisschen dünner, die Luft. Gleichwohl will keiner irgendwie so richtig verkaufen. Wir sehen natürlich auch, dass jetzt Buybacks stattfinden, also diese Aktienrückkäufe, dass CTAs kaufen offenkundig, das zumindest zeigen Daten. Wir sehen, dass jetzt 86% der Aktien im S&P 500 über ihrem 50-Tages-Durchschnitt sind. Im Juni auf dem Tief waren wir bei 2% und meistens ist dann eine wirklich gute Kaufgelegenheit, während 86% zwar noch nicht wirklich komplett am Anschlag ist, aber natürlich schon eine Hausnummer ist. Das ist schon relativ hoch. Wir können jetzt bei den Vermögensverwaltern in den USA etwa nicht mehr von einer wirklichen Unterinvestition sprechen. Immerhin wieder über 71% oder über 71% die NAAIM-Number, also das, was praktisch die Vermögensverwalter in Aktien allokieren. Man geht also wieder rein, ist wieder reingegangen. Wir waren auf dem Tief bei 20%. Also man sieht hier, nimmt der Optimismus deutlich zu. Dazu kommt, was gestern schon passiert ist. Goldman Sachs hat gesagt, unser Trading Desk hat festgestellt, dass vor allem Hedgefonds, die ja überwiegend short im Markt waren, hier offenkundig auf der falschen Seite erwischt wurden, jetzt dann eben auch diese Positionen eindecken mussten, dadurch als Käufer auftraten und damit sozusagen die Kapitulation der Bären erstmal weitergeht. Heute hat man sehr geachtet natürlich auf das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, neben den Inflationsdaten und den US-Arbeitsmarktdaten derzeit das Wichtigste. Vor allem die Inflationserwartung ist sehr wichtig. Und so ist zwar die Inflationserwartung für das nächste Jahr auf 5,0% gefallen, statt 5,1% erwartet, aber die längerfristigen, also 5-year-to-10-year Inflation Expectations mit 3,0% doch deutlich höher als die erwarteten 2,8%. Das hat die US-Märkte erstmal so ein bisschen belastet. Man hat sich dann wieder allerdings erholt. Wenn wir hier mal die Buying Conditions für Häuser, Large Durables und Vehicles sehen, dann sind die nach wie vor nicht gerade günstig aus Sicht der Amerikaner. Also man leidet hier nach wie vor unter hohen Preisen. Vor allem die Food Prices sind ja zuletzt immer weiter gestiegen, während Energie eben billiger geworden ist. Die Inflationsdaten, die werden von der Fed natürlich kommentiert, so etwa Richmond Fed-Chef Barkin, der hier sagt, ja, sind sehr willkommen, diese Daten, dass die also geringer ausgefallen sind als erwartet, aber wir wollen eben dauerhaft niedrige Inflationsdaten sehen. Wir werden die Zinsen weiter into restrictive territory anheben, also restriktive Geldpolitik betreiben. Die Aktienmärkte sagen, nee, ihr werdet das nicht machen. Die Fed sagt, wir werden es machen. Wer liegt falsch, die Fed oder die Aktienmärkte? Und man beruft sich hier, wie Balken, eben vor allem auf den starken US-Arbeitsmarkt, 3,5% die Arbeitslosenquote. Aber wir sehen, dass es kaum unter 3,5% geht. Und es ist kein Widerspruch, dass sozusagen die Arbeitslosigkeit ganz niedrig ist und dann oft eine Rezession eintritt. Und wer die Charts anguckt, die ich schon öfter hier auch gezeigt habe, sieht, dass es dann meistens dann am Arbeitsmarkt am besten ist, wenn wir kurz vor einer Rezession stehen, liegt daran, dass auch der Arbeitsmarkt eben ein nachlaufender Indikator ist. Ja, was passiert jetzt? Die Märkte sagen sich, lass die Zentralbanker doch machen. Wir machen was anderes. Keiner will verkaufen, alle wollen kaufen. Man nimmt also die Aktienmärkte nicht so richtig ernst. Sind wir in einem Bärenmarkt oder eben nicht mehr? Offiziell sind wir aus dem Bärenmarkt raus nach diesem Anstieg von 20%, aber ist es eine Bärenmarkt-Rallye, genauer gesagt? Und hier sagt Sven Hendrik also, damit das wirklich nachhaltig wäre, müsste der S&P 500 über diese Abwärtstrendkanallinie steigen, die etwa bei 4.346 Punkten verläuft. Das wären im S&P 500 nochmal 100 Punkte mehr. Da sind gleitende Durchschnitte etwa der 50er MA. Und da ist also
dann der relevante Widerstand? Noch ist diese Frage also nicht beantwortet. Ich persönlich habe mich da aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das ist eine Bärenmarkt-Rallye. Was wird passieren? Kommt eine Rezession? Ja, nein. Wenn eine Rezession kommt, dann dürften natürlich auch die Umsätze und Gewinne der Unternehmen schrumpfen auf $200 pro Aktie. Und das würde bedeuten, wir hätten dann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 bei einem Indexstand beim S&P 500 von 3.100 Punkten. Wenn wir nach der Konsenserwartung gehen, dann machen wir $244 pro Aktie. Das wäre ein Anstieg von 7%. Und wir sind ja jetzt im S&P 500 etwa im Kursgewinnverhältnis von 19 wieder, also nicht gerade billig. Also die Frage Rezession, ja, nein, ist eben die entscheidende Frage. Und wenn wir uns hier mal jetzt die letzten zwei Quartale anschauen, in den USA war das BIP ja rückläufig, nicht so wahnsinnig viel, aber es ist jedes Mal, wenn es zwei Quartale in Folge negative BIPs gab, gab es dann eine Rezession ausnahmslos. Das ist nie anders gewesen. Es wäre also schon ein ziemliches Wunder, wenn wir seitens der US-Wirtschaft auch nicht in eine Rezession kommen würden. Rezession in Europa, glaube ich, relativ sicher oder mit einer überragenden Wahrscheinlichkeit versehen. Vielleicht bekommen wir so ein bisschen Erleichterung in Sachen Inflation dann im Weihnachtsgeschäft, denn was man jetzt sieht, ist vor allem, dass die Preise für Elektronikartikel etc. fallen. Das haben wir schon in den USA Verbraucherpreisdaten gesehen. Aber warum ist das so? Die Unternehmen, die Firmen haben, die Konzerne, die Kaufhäuser etc., die haben massiv ihre Bestände aufgestockt in der Erwartung, naja, ich weiß nicht, ob ich morgen noch überhaupt Lieferung kriege von meinen Lieferanten. Jetzt sind die Lager voll, aber die Leute haben nicht mehr so den lockeren Euro in der Tasche, weil sie sagen, boah, ich muss das Geld zurückhalten, weil meine Energierechnung jetzt ja bald massiv steigen wird. Also bleibt man auf den Dingen sitzen. Es gibt jetzt auch wieder Fahrräder zum Beispiel. Das war ja lange Zeit ein echtes Problem. Also da könnte zumindest ein bisschen Erleichterung kommen. Wenig Erleichterung für die Chinesen. Hier sehen wir, dass die New Bank Loans deutlich geringer waren als erwartet. Der Kreditimpuls aus China also nicht unbedingt jetzt positiv nochmal hier beiträgt. Und das ist ja eben der Punkt. Wir haben fast alle Notenbanken, die Geldpolitik strafen. Der Kreditimpuls wird negativ und normalerweise ist das nicht so gut für die Aktienmärkte. Zurück nochmal nach Deutschland, meine Damen und Herren. Energiewende ins Industrielle aus, die Ursachen der Energiekrise. Da spricht Fritz Fahrenhold, ehemaliger Hamburger Senator, über die Probleme der Energiewende. Wenn man sich mal Wikipedia-Artikel anschaut, das ist mir in letzter Zeit wahnsinnig aufgefallen, jeder, der also da nicht komplett auf der Linie ist, morgen geht die Welt unter, weil wegen dieser ganzen Klimageschichte, der wird sofort in eine Ecke gestellt, da wird teilweise immer einen Dreh reingebracht, da hat man nicht wirklich das Gefühl, man wird einigermaßen neutral und objektiv informiert. Deswegen wollen wir das aber weiter tun und die Leute nicht gleich in die Schmuddelecke stellen, wie eben einen Fritz Fahrenhold über die Mission Impossible der deutschen Energiewende, denn es ist ja nicht Putins Krieg, der sozusagen diese Energiekrise ausgelöst hat, sondern er hat sich vielleicht verschlimmert, aber eben nicht ausgelöst. Da sind wir weitgehend schon selber schuld und wir haben noch ein Rentensystem, von dem uns in der Tagesschau erzählt wird, ist alles super, ist alles Suche, wir machen Überschüsse, alles natürlich totaler Quatsch. Es wird mit Steuereinnahmen quersubventioniert und das Verhältnis zwischen den Arbeitenden und Rentnern wird ja immer ungünstiger. Das heißt, es muss immer mehr Steuergeld da reinfließen. Also auch hier mal ein aufklärerischer Artikel gegen die, ich will fast sagen, schon Fake News, die da teilweise über dieses Thema gelegentlich berichtet werden in öffentlichen Medien. Also, das soll es erstmal gewesen sein, diese beiden Artikel zu der Energiekrise, Energiewende und zum Rentensystem. Als Empfehlungen haben Sie ja bestimmt am Wochenende mal ein paar Minuten Zeit, sich diese durchaus wichtigen Dinge reinzutun. Und jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann alter Frische am Montag. Servus, ciao.